Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ritter Vape Dream. Heute ein neues Video. Heute geht es um einen RDA, um einen Tröpfler. Ich habe letztes Jahr das Video gemacht von der Version 1.5. So sieht der aus. Und jetzt wisst ihr auch, um welchen das es geht. Es geht um den Petri Atomizer V2 von der Firma Dotmod. So sieht der aus. Ja, mein absoluter Lieblingsverdampfer, täglich im Einsatz, seit Monaten täglich im Einsatz. Jetzt die Version 2 auf dem Markt, kleine Unterschiede gemacht, oder besser gesagt, kleine Verbesserungen gemacht. Passt mir genauso gut wie der 1er, oder der 1.5, Entschuldigung. Und ja, was soll ich sagen, ich bin nach wie vor begeistert von diesen Geräten. Das Deck hat sich leicht verändert bei der Version 2 zu Version 1.5. Die Topcap wurde leicht angepasst. Hier so eine kleine Ausfräsung drin. Die hat das hier nicht drin. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mit der Detailansicht an. Bis später. Ja, herzlich willkommen in der Detailansicht von Dotmod Petri V2. Wir haben hier die Verdampferkammer. Wir haben hier die Topcap. Wir haben hier das Trip-Tip. Ja, hier schön große Durchmesser. Und wir haben hier die Base, vergoldet wieder. Wir haben eine tiefe Choose Well und ja, die Schärfe macht es aus, wohl. Zack. Alles mit Peak und wir sehen jetzt hier hat zwei große Löcher, nicht mehr nur, also zwei kleinere für jede Seite eins, sondern hier wirklich jetzt zwei Poses ein mit je einem großen Loch, wo man hier wirklich auch alle Wicklungen durchkriegt. Ich habe hier eine 0815 Wicklung drauf, meine schnelle Quick and Dirty Wicklung, 0,64er Draht, ein paar Umwindungen, für mich geschmacklich top, dampft auch sehr gut. 22 mm Durchmesser, ja, wie schon erwähnt, zwei Pose Design, große Löcher, Post Hole Löcher, Airflow-System ist fix vorgegeben, das sind eigentlich diese Löcher, die man hier, sieht man jetzt die, da, hier, vielleicht so ein bisschen zeigen, hier auf dieser Seite und hier auf der anderen Seite. Die sind nicht einstellbar, sondern die sind fix vorgegeben und mir passen die genau richtig. Wir haben hier die Topcap, die ist ein bisschen neu, die sieht ein bisschen neu vorne aus. Klick. Strip-Tip, toller Durchmesser, gibt es dazu. Auch hier schön alles ausrichten, dann sieht das so natürlich schon, sieht schon cool aus. Ja, was kommt alles mit? Alles kommt hier in einer schönen Schachtelung und speziell ist sie, wird alles in Glas verpackt. Ich zeige euch mal, hier drin war das Strip-Tip mit einem Korken in Glas. Und ja, hier drin war dann eigentlich der RDA selbst. Ihr seht hier, es hat so Ringe dabei, alles kein Problem. Schön nochmal beschriftet Dotmod, auch das mit einem Korken. Ja, falls ihr eure Frau vielleicht ein Geschenk machen wollt, damit sie etwas dekorieren kann, kauft euch einen Dotmod, nehmt alles raus, dann könnt ihr hier Glas mit Korken, dann kann sie irgendetwas machen mit dem. Ja, ich werde das Ding jetzt mal, also gewickelt ist er schon, mit Watte durchziehen und wir sehen uns dann an, wie es dampft. Bis später. So, ich habe hier die Watte durchgezogen, nehmen wir ein bisschen Liquid, befeuchten das Ganze. Und durch diese tiefe Liquidrinne, die es hat, kann man hier wirklich schon mal ein bisschen Liquid reinschütten, da macht gar nichts. Wir nehmen die Watte, legen sie um und schön unter die Wicklung. Dasselbe auf der anderen Seite. Zack. So. Nehmen die andere Seite, auch die, die mal schön unter die Wicklung legen. So. Und dasselbe hier. Obla. Der hält, so, jetzt hält der. So. Und ich habe jetzt hier in der Mitte eigentlich das Loch und hier unten seht ihr weiß und das ist der Peak-Isolator. Das heißt, ich nehme hier das Liquid. Kann wirklich, wirklich genügend hier hineinschütten. Zack. Jetzt saugt die Watte, saugt alles auf. Das Liquid ist schon aufgesaugt. Ich nehme nochmal einen Gutsch. So, das reicht mir. Kann hier noch ein bisschen ausbessern.
Sehe hier schön, wie die Watte feucht ist, hier auch, oder nass schon fast. So, und das ist das Schöne jetzt, weil durch das Loch vom Drip-Tip ist er genau in der Mitte. Das heißt, wenn ich hier durchtröpfle, dann tröpfle ich genau hier hinein. Die Watte kann alles aufsaugen und das passt. So, ich bin ausgekommen, 0,12 Ohm, 75 Watt. Wir gehen noch ein bisschen nach oben. 100, genau 100 Watt. Ah, hervorragend. Schauen, ob es dampft. Oder besser gesagt, wie schmeckt. Dampfen tut's, schmecken tut's, ja. DotMod Petri V2, eine gute Weiterentwicklung, gute Ideen, die weitergewickelt wurden. Sind nicht viel, aber das Wichtigste wurde neu gemacht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum Fazit wieder. Bis später. Ja, willkommen zurück in Ettatalen. Willkommen zum Fazit. Ja, auch die neue Version, die V2, gefällt mir außerordentlich gut. Das Design der Top Cap wurde leicht angepasst. Aber das sieht gut aus. Das ist jetzt nicht eine Verschlechterung oder so. Im Gegenteil, das gefällt mir außerordentlich gut. Das Zwei-Post-Design wurde jetzt mit zwei Löchern, mit zwei großen Löchern, wurde leicht angepasst. Auch das gut gemacht, passen eigentlich alle Wicklungen durch. Egal ob eine Fuse oder eine Clapton oder sonst irgendetwas. Die Airflow kann man nach wie vor nicht einstellen, ist genau dasselbe geblieben wie beim V1.5. Für mich passt die Airflow einfach. Ich weiß nicht, sie hat einen ganz leichten Widerstand, sie hat einen Widerstand und für mich ideal. Also ich muss hier gar nicht einstellen. Genau so möchte ich eine Airflow haben. Genau so muss für mich das Zugverhalten sein. Geschmacklich finde ich den RDA nach wie vor top. Da gibt es nichts zu mäkeln, aber auch gar nicht. Ich finde ihn nicht nur, ja, ich finde ihn sehr gut geschmacklich, so muss man eigentlich sagen. Ich habe viele Tröpfel durch. Ihr wisst, ich bin ein Tröpfelkind, aber der ist geschmacklich. Ja, passt das einfach. Im Moment gibt es diesen nur in Schwarz zu kaufen, diese Version 2, aber ich bin mir sicher, dass hier später die diverse Farben auf den Markt kommen. Es gibt ihn ja, den 1.5 gab es in Silber, in Gold, in Rot, in Grün, in Hellgrün, in Grün matt, in Rot matt, in Grün glänzend, in Rot glänzend, in, ich weiß auch nicht, Schwarz matt, Schwarz glänzend. Diese Cloud-Drip-Tipps, muss schon schauen, ob ich eins habe. Diese großen Drip-Tipps, die werden, denke ich, auch wieder in verschiedenen Farben kommen. Die passen übrigens auch auf den 1-Punkt, wenn ich ihn jetzt dann loskriege, passen die auch bestens auf den 2.0. Ja, kriege ich es natürlich nicht los. Aber es geht, ich habe es versucht, das funktioniert einwandfrei. Das Drip-Tip, das dazu ist, auch das. Großer Durchmesser, finde ich schön passend. Ich denke, auch hier werden verschiedene Farben rauskommen. Da kann man sich dann auch wieder alles zusammensetzen oder zusammenkaufen, wie man es will, dass es farblich überall passt. Was ich nicht so gut finde, sind die O-Ringe von der Top Cap. Die halten nicht so gut. Ich habe es jetzt auch schon getrocknet. Das ist nicht so toll. Ja, das finde ich wirklich nicht so gut. Ich habe es jetzt nicht versucht mit den Ersatzohrringen, die drin sind, ob die besser sind. Ich habe hier noch genügend Ohrringe, weil ich tue die mir immer auf die Seite legen. Und ja, also da findet sicher jeder irgendwie passende Ohrringe, damit es ein bisschen länger oder besser oder fester hält. Aber für den Preis erwarte ich eigentlich schon, ja, dass das hält. Zum Drippen jetzt natürlich ideal. Ich muss nicht nur das Trip-Tip drippen, ich kann sie einfach wegnehmen, die Wicklung nass machen und dann finde ich das gut. Ja, viele fragen sich, ist der Preis gerechtfertigt? 110 Euro oder rund so irgendetwas um die 90, 100 Schweizer Franken. Der Hype in Amerika ist nach wie vor riesengroß. Nach diesen DotMod RDAs. Ja, ist einfach ein riesen Hype entstanden und ja, die Nachfrage regelt ein bisschen den Preis. Das ist natürlich einfach so. Ob ein Preis gerechtfertigt ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich diskutiere grundsätzlich nicht groß über die Preise. Finde ich es angemessen, finde ich es nicht angemessen. Ich finde ihn super, für mich passt er, also finde ich es angemessen. Für andere Leute ist er vielleicht ein bisschen zu teuer. Ja. Ich persönlich, ich kann diesen RDA nur empfehlen, weil er mein Liebling ist, weil für mich hier eigentlich das ganze System oder besser gesagt einfach alles stimmt. Ich habe hier nichts zu meckern.
außer Ohrringe, aber das ist ein Problem, das man beheben kann. Und somit kann ich diesen RDI eigentlich nur empfehlen. Wenn man mich fragt, welchen empfiehlst du dir, mir, ich sage immer Dotmoto RDI. Wo das es den zu kaufen gibt, etc., schreibe ich euch wieder unten hinein. Und ja, ich habe schon 4 in Gold, 2, einen in Silber und 2 in Schwarz und von der Version 1.5 und ich denke, Version 2 wird auch bei mir zu Hause einziehen. Weil ich werde noch einen grünen brauchen für eine Box, die aus Amerika irgendwann dann kommen sollte, die ich jetzt vor 4 Monaten bestellt habe, mit DNA 200 und ich hoffe, die kommt, die ist grün-schwarz und ich werde jetzt wahrscheinlich einen grünen dann bestellen mit einem schwarzen Triptip oben. Das passt dann farblich wieder zu der Box. Und das finde ich auch geil an diesen Dingen, weil da kann ich farblich einfach alles zusammenstellen, dass es einfach geil aussieht. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst mir noch ein Abo da. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Dann versuche ich mich zu verbessern. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Rita Vape Dream.